herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mir um ein Thema, worüber man nicht so häufig spricht, und zwar um das Thema Durchfall. Ich möchte jetzt gar nicht so auf die Krankheitsgeschichte aufbauen, oder es geht jetzt für mich nicht so unbedingt um die Krankheitsgeschichte, sondern wie bekomme ich diesen Durchfall in den Griff, ja? Oder welche Ursachen gibt es. Ich möchte ganz kurz ein paar Ursachen nennen, die zu Durchfall führen können. Und das Wichtigste ist nämlich, dass man die Ursache erkennt, und dann weiß man, wo man noch ansetzen kann. Die Ursachen sind zum Beispiel Infektionen mit Viren oder Pilzen oder Parasiten, Bakterien, eine Lebensmittelvergiftung, zum Beispiel Salmonellen. Ja, wenn wir rohe Eier essen, kann man sich auch mit Salmonellen anstecken. Da muss man eben aufpassen, wenn man ungewohnte Mengen bestimmter Lebensmittel isst, zum Beispiel kiloweise Kirschen. Man kann es auch mal zu Durchfall führen. Wenn man Medikamente einnimmt, Medikamente wie Antibiotika zum Beispiel. Antibiotika töten ja nicht nur die schlechten Bakterien ab, sondern auch die guten Bakterien. Und da wird auch der Darm in Mitleidenschaft gezogen, und das kann auch häufig bei Kindern zum Beispiel zu Durchfall führen. Eine Abführmittelüberdosis, also wenn man zu viel Abführmittel genommen hat, führt das natürlich auch zu Durchfall. Wenn man größere Mengen von Diätprodukten verzehrt, zum Beispiel mit Zuckeraustauschstoffen, zum Beispiel Sorbitol, Xylitol oder Malitol. Dann haben wir, wenn man in Angstsituationen ist, ja, wenn man vor einer Prüfung steht, man hat Angst, dann schlägt das meistens auch auf dem Darm. Bei manchen ist es so, dass die eher viel essen, bei manchen, manche können gar nicht essen oder kriegen Durchfall, nehmen dadurch 5 Kilo ab oder so. Koffein oder Alkohol kann auch zu Durchfall führen. Und natürlich das Reisen in ferne Länder, ja, wo man das Essen nicht gewohnt ist, das kann natürlich auch zu Durchfall führen. Jetzt geht es mir einmal um die Therapie. Was mache ich, wenn ich Durchfall habe? Als erstes ist es natürlich wichtig, dass man die Ursache erkennt. Warum habe ich das jetzt bekommen? Ja, aber ich denke, dass jeder Mensch schon ungefähr weiß, warum er das bekommen hat. Wenn man in ferne Länder reist, dann weiß man schon, okay, ich kann wahrscheinlich das Essen nicht so gut vertragen. Oder wenn man eine Magen-Darm-Grippe hat, dann weiß man auch schon. Oder wenn es einem nicht so gut geht, dann weiß man eigentlich auch schon, okay, ist es jetzt eine Magen-Darm-Grippe, wenn ich Erbrechen habe, Durchfall, dann deutet das schon alles darauf hin. Wenn man sich aber jetzt nicht sicher ist, warum habe ich diesen Durchfall, warum geht es mir so schlecht, dann kann man auch zum Arzt gehen, und der macht dann, der gibt dann so eine Briefprobe mit oder so ein Stuhlröhrchen, wo man dann den eigenen Stuhl einfüllt, den wegschickt, und das Labor kann dann untersuchen, warum man den Durchfall hat, zum Beispiel welche Keime sind im Stuhl drin, ja? Zum Beispiel Salmonellen oder Kolibakterien oder sonstige Bakterien. So, was kannst du jetzt tun, um deinen Durchfall zu beheben und dass es dir endlich mal wieder besser geht? Man muss eins verstehen, Durchfall ist im Grunde nichts Schlechtes. Der Körper tut etwas, um Giftstoffe loszuwerden. Ja? Deshalb bekommen Kinder zum Beispiel bei Magen-Darm-Grippe, wenn zu viele Bakterien da sind, Durchfall, damit die eben schneller rauskommen. Um die Entgiftung zu unterstützen und den Stuhl einzudicken, gibt es drei Tipps von mir. Erstens einmal das Bentonit. Bentonit ist eine Mineralerde, und davon kann man zum Beispiel dreimal täglich einen Teelöffel zu sich nehmen und in einem Glas Wasser. Bentonit resorbiert Gifte aller Art und hat sogar schon Kindern geholfen, die Giftpflanzen gegessen haben. Ja,
dass bei Kindern, die schon Giftpflanzen gegessen haben, dass Bentonit denen das Leben sogar gerettet hat. Bei Durchfall saugt Bentonit nicht nur die Bakteriengifte auf, sondern es sorgt für ein verbessertes Milieu, dass sich die Darmflora wieder ansiedeln kann. Ja, die ganzen Gifte werden sozusagen mit diesem Bentonit in Verbindung gebracht, schneller ausgeschieden und dadurch können sich eben wieder gute Bakterien ansiedeln. So, die Wirkung von Bentonit kann noch optimiert werden, indem man Flohsamenschalen dazu gibt. Was sind Flohsamenschalen? Das ist so ein Pulver, das man auch dazu gibt. Und dieses Pulver führt dazu, dass im Darm eben auch weitere Bakteriengifte absorbiert werden und der Stuhl im Darm dicker gemacht wird. Ja? Es wird mehr eingedickt, die Flüssigkeit wird auch absorbiert, sodass man keinen Durchfall mehr hat. Ja? Aber gleichzeitig wird eben geholfen, den Stuhl oder die Gifte abzusorbieren, damit die eben keinen Schaden mehr anrichten können. Mein dritter Tipp ist der Aufbau einer gesunden Darmflora. Da kann man zum Beispiel Probiotika nehmen. Probiotika, das sind gute Darmbakterien, die schneller helfen, wieder eine gesunde Darmflora zu bekommen. Ja? Wenn man Durchfall hat, dann geht es ja dem Darm nicht gut, es sind zu viele Bakteriengifte. Wenn die erstmal alle raus sind durch Bentonit und Flohsamenschalen, kann ich ein Probiotikum nehmen, also gute Darmbakterien, damit meine Darmschleimhaut, damit der ganze Darm wieder gefüllt wird mit guten Bakterien, die gut für das Immunsystem sind, die helfen, dass man nicht krank wird. Das war mein Video. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute. Ciao.